Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man einen Gewindedichtfaden anbringen und somit ein Gewinde mit einer Dichtschnur richtig abdichten kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal müssen wir unser Gewinde richtig mit einem Sägeblatt aufrauen. Hierfür das Gewinde einfach nehmen und das Sägeblatt dementsprechend darüber schön kratzen. Und das machen wir jetzt natürlich einfach einmal rundherum. Als nächstes sollten wir mal auf die entsprechende Tabelle vom Hersteller schauen, wie viele Wickelungen wir von diesem Dichtfaden jetzt eigentlich um unser Gewinde rummachen sollen. In meinem Fall habe ich ein 3/4 Zoll Gewinde, weswegen ich jetzt einfach mal 7 bis 9 Umwicklungen machen werde. Ich persönlich bin Rechtshänder, weswegen ich den Behälter auch in der rechten Hand halte. Und nun kann ich auch schon den Anfang von dem Gewindedichtband auf mein Gewinde aufbringen und beginnen, meine Wicklungen zu machen. Noch als kleiner Tipp, man sollte auf jeden Fall immer den ersten Gewindegang freilassen, denn dadurch kann man später das Gewinde viel leichter in den Anschluss eindrehen. Und laut der Firma Henkel geht es jetzt nicht darum, wie man eigentlich normalerweise denken sollte, den Dichtfaden sauber in diese einzelnen Gewindegänge einzugeben, sondern lieber etwas kreuz und quer, denn dadurch wird es dann am Ende auch auf jeden Fall dicht werden. Ich habe meine 9 Wicklungen jetzt gemacht und als nächstes müssen wir den Dichtfaden einfach mal bei dem integrierten Messer noch an den Behälter abkürzen. In meinem Fall ist das auch schon geschehen und das restliche natürlich auch noch auf mein Gewinde draufgeben. Somit haben wir das Gewinde auch schon richtig abgedichtet und laut Hersteller muss natürlich der Dichtfaden komplett im Anschluss verschwinden, dass es auch dicht wird. Das Gute daran ist aber auch, dass wenn das eingedreht ist, dann können wir es laut unserem Hersteller auch um 45 Grad wieder zurückdrehen, ohne dass es irgendwie undicht wird. Wenn du dir für zu Hause jetzt irgendwie Sägeblätter oder auch so ein Gewindedichtfaden zulegen möchtest, dann einfach mal unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und noch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.